Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Hab wieder mal eine Zuschauerfrage unter einen von meinen Kommentaren gefunden. Und zwar von StargateFan18. Und das ist eigentlich eine ziemlich interessante Frage. Er würde gerne mal wissen, ob ich Erfahrungen mit langen Autofahrten habe und ob ich ihm da ein paar Tipps geben könnte zum richtigen Sitzen oder was ich empfehlen würde, wenn man eine lange Fahrt machen muss. Glücklicherweise muss ich jetzt nicht mehr arg so weit fahren. Früher war ich sehr viel unterwegs in Deutschland, äußerst viel. Also da waren in der Woche auch mal ein paar tausend Kilometer schnell auf dem Dacho drauf. Aber was kann ich halt dazu sagen? Tja, was für mich halt immer am wichtigsten war, wenn ich unterwegs war, oder was ich generell als allerwichtigstes empfinde, seid immer ausgeschlafen. Also was ich da schon auf Autobahnen erlebt habe, mit Übermüdung, und was da für wilde Sachen vor einem schon passiert sind, ob es LKW-Fahrer waren oder PKW-Fahrer, wenn die dann plötzlich vor einem einschlafen, man weiß gar nicht mehr, was man machen soll, die rauschen nur noch so in die Leitplanken rein. Also meiner Meinung nach ist wirklich am allerwichtigsten, ihr müsst unbedingt ausgeschlafen sein. Wenn ihr nicht ausgeschlafen seid, ist das schon mal kreuzgefährlich, besonders bei Fahrten halt, wie gesagt, über 100 Kilometer. Aber das heißt noch lange nicht, dass man auch nicht unter 100 Kilometer so übermüdet sein kann, dass man dann immer noch einschläft. Was ich dann vielleicht noch als Tipp geben könnte, es wäre auch sinnvoll, vielleicht eventuell nicht alleine zu fahren. Das ist immer sehr hilfreich, wenn man eine zweite Person im Auto hat oder vielleicht mehrere Personen. Sie sollten einen nicht zwingend jetzt vom Fahren ablenken, aber das hält einen mehr wach. Wenn natürlich dann die Personen dann anfangen im Auto alle zu schlafen, hat man dann auch wieder große Probleme, wach zu bleiben. Dann gibt es ja immer noch diese Hilfsmittel, Kaffee trinken, Schokolade essen vorm Fahren und ähnliches, muss ehrlich sagen, das hat bei mir nie funktioniert. Das Einzige ist, wenn man viel Kaffee vorm Fahren trinkt, dann kann man alle paar Kilometer anhalten und darf sich eine Toilette suchen. Das ist nicht sehr hilfreich, nehme ich mal an. Was ich vielleicht noch empfehlen kann, ich würde viele Pausen machen. Also wenn ich generell nicht oft mit dem Auto unterwegs wäre und würde jetzt eine sehr lange Strecke fahren, würde ich einfach empfehlen, vielleicht alle Stunde mal oder alle Dreiviertelstunde am Rastplatz ranzufahren und sich vielleicht auch mal eine Viertelstunde wirklich die Beine zu verdrehen. Wenn man einfach mal durch die Gegend läuft, was isst, das macht einen wesentlich fitter, als wenn man im Auto sitzen bleibt und dann stur vor sich hinschaut und dann wieder gleich losfährt. Das die frische Luft und so, das pusht dann doch schon wieder ein bisschen hoch. Was ihr auf keinen Fall machen dürft, wenn ihr müde seid, weiterfahren. Das habe ich auch sehr oft dann auch bei ein paar Kollegen von mir oder ich habe es auch schon mal selber probiert. Einfach weiterfahren, wenn man müde ist, sind ja nur noch ein paar Kilometer. Das geht irgendwann voll vor die Wand. Weil dann schlaft ihr ein, das geht so schnell. Und wenn man gerade auf der Autobahn mit über 100 km/h unterwegs ist, was ist da alles in einer Sekunde passiert? Ne? Also wie gesagt, nicht übermüdet fahren. Dann mit der Sitzposition. Tja. Ich bin jetzt nicht so einer, der da behaupten würde, ja gut, ihr müsst dann stur gerade sitzen oder sehr, sehr zu bequem sitzen. Also ich bin der Meinung, man sollte sich seine eigene Sitzposition schon irgendwo suchen. Die findet man dann auch nach einer gewissen Zeit. Vielleicht ein bisschen zurücklehnen, so ein bisschen leger, alles locker. Vor allen Dingen nicht verkrampft fahren. Viele Leute, die jetzt zum ersten Mal eine weite Strecke fahren, haben dann so ein bisschen Bammel davor und dann sind sie auch ein bisschen sehr verkrampft und dann wird sich ins Auto gesetzt, oh, ich muss, wird alles angespannt und tja, dann hat man natürlich dann schneller Rückenprobleme und was auch bei dieser Anspannung passiert, wenn man sehr angespannt fährt, wird man auch sehr schnell müde. Davon rate ich auch ab. Also ich würde mir einfach eine schöne, entspannte Rückenposition suchen, also schön entspannt hinsetzen, so ein bisschen sofamäßig, halt so, dass man auch alles vernünftig bedienen kann an alle Geräte und vernünftig drankommt, an die Pedale vernünftig drankommt und eine vernünftige Sicht noch nach vorne hat. Also wenn man so im Sitz versunken ist, dass man dann noch nicht mal mehr übers Lenkrad schauen kann, wie ich es auch manchmal bei diversen Leuten sehe, das bringt meiner Meinung nach gar nichts. Also sollte schon etwas eine Art haben. Tja, was könnte man noch sagen? Also ich würde dann empfehlen, eventuell sowieso noch was zu essen mitzunehmen. Ich meine, es gibt auch Rastplätze, aber an die fahre ich äußerst ungern ran, um dort was zu essen, weil die Preise dort sind ja Wahnsinn. Also bringe ich mir lieber was selber mit oder habe mir ein bisschen was zu trinken mitgenommen, was halt jeder beliebt. Vielleicht ein bisschen koffeinhaltiges Getränk, eventuell. Also so, dass man immer mal alle ein, zwei Stunden mal anhalten kann und mal einen Snack zu sich nehmen kann, das hilft.
vielleicht auch noch mal was auf die Hand haben oder dass man noch was auf die Hand dabei hat, vielleicht ein Snickers oder ähnliches, wenn es wirklich mal der Magen knurrt und ist gerade auf einer Strecke, wo kein Rastplatz, nichts kommt, kann man so mal schnell was reinfuttern, ist auch vielleicht nicht verkehrt. Dann was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, was auch gerne ein bisschen vernachlässigt wird, man könnte sich ja mal vor Fahrtantritt eventuell die Strecke anschauen. So mal gedanklich auf der Karte durchgehen, wo man hinfahren muss. Das baut eine Masse Stress ab, wenn man erst jetzt im Auto schauen muss, muss ich dorthin, muss ich hierhin, wo bin ich jetzt, welche Spur, welche Überrichtung muss ich fahren. Gut, durch die Navis wird das jetzt alles ziemlich einfach, aber man könnte ja sich im Vorfeld wenigstens mal die Strecke anschauen. Das kann man ja auch im Navi mal machen. Das baut einen Haufen Stress ab. Man weiß in etwa, wo man hin muss, wo man abbiegen muss, welche Auffahrt man nehmen muss. Kann man sich ja mal die Nummern ein bisschen merken. Das hilft nochmal immens. Was ich dann auch vielleicht noch empfehlen würde, wenn ich wirklich weiß, dass ich jetzt am nächsten Tag eine größere Strecke zurücklegen muss, wäre es sinnvoll, nicht am Vortag noch eine große Party zu feiern oder mal richtig einen Schlager zu machen, dass man dann mit einem brummenden Schädel ins Auto einsteigt und komplett überlastet halt irgendwo hin düsen muss. Das ist auch bestimmt nicht sehr vom Vorteil. Was ich dann auch noch vor Antritt einer größeren Fahrt mache eigentlich immer, ich checke mal grob das Auto durch. Ich mache jetzt nicht einen kompletten Rundumcheck an dem Fahrzeug, aber ich schaue mir mal kurz die Reifen an, ist der Luftdruck in Ordnung, gucke noch mal ganz kurz nach dem Öl, schaue, ob wenigstens die Lampen und alles gehen, so dass ich wenigstens mir sicher bin, dass ich mit einem voll funktionsfähigen Auto unterwegs bin. Denn es ist bestimmt auch nicht vom Vorteil, wenn man dann irgendwo mitten auf der Autobahn feststellt, dass irgendwas kaputt ist und bleibt dann halt liegen. Das ist auch der Stressfaktor viel zu hoch, oder man rettet sich dann gerade so mit dem hubbelt ein Auto irgendwo hin. Das muss halt nicht sein. Da könnte man nochmal ein Augen oder nochmal ein bisschen drauf schauen. Dann nochmal zum Thema Heizung. Wenn ich fahre, ich versuche es nicht arg zu warm im Pkw zu machen. Das gefällt natürlich wieder den meisten Beifahrern nicht. Das geht halt hier in dem Auto ziemlich schön zu regeln, weil ich für jede Seite getrennt die Temperatur einstellen kann. Das muss aber auch jeder für sich rausfinden, aber ich bin halt der Meinung, wenn man es zu warm im Auto hat und gerade wie jetzt bin ich auch wieder so in der Morgendämmerung unterwegs oder abends, wenn man unterwegs ist und es ist ja schon warm und dann hat man immer dieses monotone Autobahngeräusch, das ist fast wie Hypnose und dann passiert es halt auch schnell, dass man mal wegnickt. Das wäre auch vielleicht nochmal ein Punkt, wo man ein bisschen drauf achten sollte, was für eine Temperatur halt für einen angenehm ist, dass man nicht gleich einschläft oder frieren sollte man natürlich auch nicht. Es muss halt ein bisschen angenehm schon sein. Eventuell, wenn es die Wetterlage zulässt und in eurem Auto machbar ist, würde ich wenigstens das Schiebedach manchmal ein bisschen aufmachen, sodass hier mal ein bisschen frische Luft reinkommt. Die meisten Autos sind irgendwie viel zu dicht verbaut. Es ist zwar die Lüftung irgendwie an, es bläst zwar irgendwas rein, aber die Luft ist dann sehr merkwürdig in den Fahrzeugen, wenn man längere Zeit unterwegs ist, besonders mit mehreren Leuten. Dann nimmt vielleicht der Sauerstoffgehalt in der Luft ab oder irgendwas und das habe ich auch sehr oft dann das Gefühl, sorgt dafür, dass man sehr, sehr schnell müde wird. Also immer mal ein bisschen Luftaustausch machen, das wie gesagt auch immer mal anhalten. Dann kann man ja auch mal alle Türen aufreißen, dass hier mal ein bisschen durchgelüftet wird. Das wäre vielleicht noch ein Punkt, wo man darauf achten könnte. Was ich auch vielleicht noch mal als Tipp geben kann, generell stressfrei fahren. Ich kenne selber viele Personen, die fahren sehr unruhig oder sehr, wie soll ich sagen, für die ist Fahren die blanke Hölle, sag ich einfach mal. Und wenn sich so jemand schon ins Auto setzt und schon mit dem Gedanken, oh, jetzt muss ich eine große Strecke zurücklegen und dann nur hektisch, nur stressig fährt und dann noch vielleicht einen Beifahrer dabei hat und generell vielleicht sogar noch ein bisschen Angst hat, oh, der könnte jetzt denken, ich fahre ganz beschissen oder sowas. Wenn man schon mit so einem Gedanken ins Auto reingeht, hat sich alles schon erledigt. Oder auch generell, wenn man vielleicht Stress an der Arbeit hat oder ähnliches, das sollte man alles ein bisschen wegdrücken, wenn man Auto fährt. Das hat auch im Auto definitiv nichts verloren. Wenn ich jetzt richtig unter Druck bin oder sowas, muss ich auch selber gestehen, das wirkt sich dann auch ein bisschen auf meine Fahrweise aus. Zum Beispiel, wenn ich wütend bin, fahre ich generell wesentlich schneller. Wenn ich depressiv bin, fahre ich wesentlich langsamer. Also ich merke das auch. Man muss es halt versuchen, ein bisschen im Griff zu halten. Oder generell diese aggressive Fahrweise würde ich einstellen. Auch das Gedrängel auf den Autobahnen und ähnliches. Besonders wenn man nicht oft auf Autobahnen unterwegs ist, habe ich auch oftmals das Gefühl, dass diverse Autofahrer dann denken, sie müssten jetzt mal
alles testen. Ne? Schauen wir mal, was die Kiste hergibt. Wir sind ja eh nicht oft auf der Autobahn unterwegs, also gib ihm richtig. Und tja, wenig Autobahnerfahrung, viel Gedrängel und dann irgendwann bocht's. Rate ich auch ab. Also generell, ich sollte schon ein bisschen vernünftiger fahren. Was hier in Deutschland, muss ich ein bisschen bemängeln, weniger der Fall ist. Also wenn ich im Ausland unterwegs bin, zumindest in diversen Ländern, geht es etwas gesitteter zu als auf deutschen Autobahnen. Auf deutschen Autobahnen ist doch mehr so ein bisschen Kriegszustand. Also hier herrscht ein gewaltiger Kampf. Der LKW will dich nicht vorbeilassen, der will schneller hinter dir sein, der vor dir fährt wieder viel zu langsam und bla bla bla, ihr kennt ja das Spiel alle. Und so ist irgendwie auf deutschen Autobahnen sehr viel Frust mit unterwegs. Das ist halt immer so. Das sollte man aber auch ein bisschen vermeiden. Ich versuche dann immer nach dem Grundsatz zu leben, der Klügere gibt nach. Ja Gott, dann überholt mich halt das Auto hinter mir und morgen ist mir das sowieso alles scheißegal. Also wozu jetzt ein Rennen fahren? Das ist sowieso, wenn ich dann anfange und fahre sehr aggressiv, habe ich ja noch einen anderen Punkt, dann säuft die Kiste wie ein Loch. Da brauche ich ein, zwei Liter mehr. Was habe ich da gekonnt, gerade bei den Spritpreisen? Schade für das schöne Geld. Da wäre ich halt irgendwo lieber rangefahren. Vielleicht in Tunnels oder irgendwo, ich will jetzt keine Werbung machen, aber da hätte ich mir für das Geld auch was Schönes kaufen können. Das ist sinnlos. Und das Risiko steigt auch unwahrscheinlich mit an und das muss einfach nicht sein. Tja, was wäre es halt so, was ich empfehlen kann für mal eine längere Autofahrt oder was man da eventuell beachten muss. Wie gesagt, ich bin da kein Experte zu, aber wer ist das schon? Jeder muss sich da so seinen Weg irgendwie selber finden oder selber seine Methode rausfinden. Das ist halt so, wenn man wenig unterwegs ist, ist das jedes Mal ein bisschen anstrengender als für Leute, die wirklich jeden Tag fahren, für die ist das wie der alltägliche Job halt. Das ist dann in Fleisch und Blut übergegangen und da läuft das alles halt so. Tja, gut, ich hoffe, ich konnte deine Frage halbwegs beantworten. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.